Hallo zusammen. Heute wollen wir uns eines der ersten Argumente für die Existenz Gottes anschauen. Und zwar ist dieses Argument, das wir uns heute anschauen wollen, vielleicht eines der populärsten. Es geht zurück bis in die Antike, es wird bis heute in diversen Varianten vertreten und es gilt auch bei vielen Kritikern als das stärkste Argument für die Existenz Gottes. Die Rede ist vom sogenannten kosmologischen Argument. Eigentlich handelt es sich beim kosmologischen Argument gar nicht um ein einziges Argument, sondern es ist eher ein Ausdruck, der eine ganze Reihe oder eine Familie von miteinander verwandten Argumenten bezeichnet, also die einander in irgendeiner Weise ähnlich sind, die aber auf verschiedenen Wegen für das gleiche Ziel argumentieren. Was alle diese Varianten des kosmologischen Arguments gemeinsam haben, das ist die Tatsache, dass sie behaupten, dass es einen Grund für die Existenz des Universums oder des Kosmos, daher der Name, geben muss und dass dieser Grund Gott ist. Also, wir haben eine ganz simple Tatsache, die am Anfang steht, die den Ausgangspunkt des Argumentes darstellt, nämlich es existiert irgendetwas, das Universum oder der Kosmos. Und diese Tatsache muss einen Grund haben und dieser Grund besteht in Gott. Wieso Gott der Grund für die Ursache für die Existenz des Universums sein muss. Darin unterscheiden sich jetzt die verschiedenen Varianten des kosmologischen Argumentes und wir werden ein paar davon heute durchsprechen. Wie gesagt, das kosmologische Argument ist ziemlich alt. Es geht bis auf die Antike zurück, also Sie finden erste Formen des kosmologischen Arguments bereits bei Platon in den Nomoi, den Gesetzen, also in Buch 10 und natürlich bei Aristoteles in der Metaphysik. Also gerade diese aristotelische Lehre vom ersten unbewegten Beweger, die finden Sie im 12. Buch seiner Metaphysik, die ist sehr vielen ein Begriff geworden. Religionsphilosophisch interessanter sind allerdings die mittelalterlichen Varianten des Arguments. Klassisch und sehr, sehr berühmt sind die fünf Wege des Thomas von Aquin in seiner Summe der Theologie, also fünf verschiedene Wege, die Existenz Gottes argumentativ zu beweisen, von denen zumindest ein Teil Formen des kosmologischen Arguments darstellen. Und außerdem finden wir Varianten, die von also bei denen sich Thomas bedient oder die von Thomas inspiriert sind, je nachdem. Zum Beispiel im jüdischen Raum bei Moses Maimonides oder Sie finden das im arabischen und persischen Raum bei Al-Farabi und Al-Ghazali. In der Neuzeit gibt es Weiterentwicklungen des kosmologischen Arguments. Da gibt es neue Varianten, die so im Mittelalter noch nicht vorhanden sind. Da ist besonders spannend die Debatte zwischen Leibniz und Samuel Clarke, die beide ihre eigene Form des kosmologischen Arguments vertreten. Und natürlich sind auch hier die entscheidenden Kritiken formuliert worden am kosmologischen Argument, nämlich unter anderem von David Hume und von Immanuel Kant. Das heißt aber nicht, dass das kosmologische Argument erledigt gewesen wäre seitdem. Nein, im Gegenteil, es wird auch in der Gegenwart immer noch kontrovers diskutiert, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Urknalltheorie. Und es gibt aus den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts eine intensive und spannende Debatte zwischen den beiden Philosophen William Lane Craig und Quentin Smith über die Frage, ob aus der Urknalltheorie eine Art kosmologisches Argument für die Existenz Gottes abgeleitet werden kann. Nun, wie schon gesagt, es gibt sehr viele verschiedene Formen und Varianten des kosmologischen Arguments und es ist üblich, die in eine Gesamtheit von drei verschiedenen Typen einzuteilen. Und zwar sind das erstens das sogenannte kausaltheoretische Argument. Das sind kosmologische Argumente, die, das dürfte Sie jetzt nicht überraschen, mit dem Begriff der Kausalität operieren. Also die argumentieren, dass es eine erste Ursache im Sinne von kausaler Ursache geben muss. Dann gibt es als zweites die kontingenztheoretischen Argumente. Die argumentieren mit dem Begriff der Kontingenz versus eben Notwendigkeit. Also sie behaupten, dass alles, was auch anders sein könnte, also was kontingenterweise existiert, gleich dazu mehr, dass das einen Grund braucht, warum es existiert, beziehungsweise warum es so ist, wie es ist. Und schließlich gibt es Variante Nummer drei, das sind die Kalam-Argumente. Solche Kalam-Argumente argumentieren, dass es keine unendlich lange Vergangenheit geben kann. Also wenn das Universum keine unendlich lange Vergangenheit haben kann, dann muss es irgendwann einmal einen Anfang gehabt haben. Und wenn das Universum einen Anfang gehabt hat, dann muss dieser Anfang Gott gewesen sein. Wir werden uns hier und heute die ersten beiden Varianten etwas genauer anschauen und jeweils ein Beispiel für eine dieser Varianten uns näher ansehen.
Die Kalam-Argumente, die lasse ich jetzt mal ein bisschen unter den Tisch fallen. Die sind weniger populär als die beiden anderen Varianten. Das liegt eben daran, dass der Kern dieser Argumente die These ist, dass es kein aktual Unendliches geben kann. Also ein aktual Unendliches ist etwas, das wirklich real unendlich ist, im Gegensatz zu etwas potenziell Unendlichen. Also die Reihe der natürlichen Zahlen beispielsweise wäre potenziell unendlich, weil Sie können immer noch eine weitere Zahl hinzufügen. Sie können immer weiter zählen, 1, 2, 3, 4 und immer noch die nächste Zahl dazu sagen. Aber Sie werden das niemals abgeschlossen haben, dass Sie de facto aktual unendlich viele Zahlen vor sich haben. Eine unendliche Vergangenheit wäre ein solches aktual unendliches. Und das Kalam-Argument sagt, das kann es nicht geben. Ja, wenn es keine aktuelle Unendlichkeit geben kann, muss das Universum eine endliche Vergangenheit haben, muss es einen Anfang haben und dieser Anfang muss Gott gewesen sein. Das Blöde bei der Sache ist, oder was heißt hier das Blöde, aber es ist nun mal für das Argument irgendwie tragisch. Es steht mittlerweile empirisch fest, dass das Universum nur eine endliche Vergangenheit hat. Also seit die Urknalltheorie zum Standardmodell in der Astrophysik geworden ist, ist klar, dass die Vergangenheit des Universums endlich ist und dass es deswegen einen Anfang gehabt haben muss. Es muss einen frühesten Zeitpunkt der Existenz des Universums gegeben haben. Das Kalam-Argument ist deswegen, naja, weitgehend überflüssig geworden. Es hat allerdings ganz ähnliche Probleme wie die beiden anderen. Das heißt, es bringt keinerlei Vorteil, aber eine Menge oder zumindest die gleichen Nachteile wie die beiden anderen. Deswegen können wir das an Seite stellen. Gut, beginnen wir also mit der ersten Variante. Beginnen wir mit einem kausaltheoretischen, kosmologischen Argument. Und zwar stammt das Argument, das wir uns jetzt hier als Beispiel für diese Gruppe ansehen wollen, ja, aus der Summe der Theologie von Thomas von Aquin. Es ist nämlich der zweite der sogenannten fünf Wege. Also diese fünf Wege, die fünf Argumente für die Existenz Gottes, sind so der Kern von Thomas Gottes Beweisen und das Argument, das wir uns jetzt anschauen wollen, das ist Beweis Nummer zwei. Also, gucken wir uns den Text mal an. Da schreibt Thomas nämlich Folgendes. Der zweite Weg ist aus dem Begriff der wirkenden Ursache genommen. Wir finden nämlich, dass in den sinnlich wahrnehmbaren Dingen hier eine Ordnung der wirkenden Ursachen besteht. Es findet sich jedoch nicht und ist auch nicht möglich, dass etwas Wirkursache seiner selbst sei, da es so früher wäre als es selbst, was unmöglich ist. Es ist aber nicht möglich, dass die Wirkursachen ins Unendliche gehen, weil bei allen geordneten Wirkursachen insgesamt das erste Ursache des Mittleren und das mittlere Ursache des Letzten ist, sei es, dass das mittlere mehreres oder nur eines ist. Ist aber die Ursache entfernt worden, dann wird auch die Wirkung entfernt. Wenn es also kein Erstes in den Wirkursachen gibt, wird es kein Letztes und auch kein Mittleres geben. Wenn aber die Wirkursachen ins Unendliche gehen, wird es keine erste Wirkursache geben und so wird es weder eine letzte Wirkung noch eine mittlere Wirkung geben, was offenbar falsch ist. Also ist es notwendig, eine erste Wirkursache anzunehmen. Diese nennen alle Gott. Wenn Sie jetzt den Eindruck haben, dass dieses Argument aber sehr knapp und dicht formuliert ist und relativ schwierig zu verstehen und nachzuvollziehen, dann würde ich Ihnen recht geben. Deswegen gehen wir mal Schritt für Schritt durch den Text durch und rekonstruieren wir dieses Argument von Thomas. Fangen wir vorne an. Ausgangspunkt ist für Thomas der Begriff der wirkenden Ursache. Sie sollten sich jetzt nicht hier an dem komischen Ausdruck Wirkursache oder wirkende Ursache stören. Das ist ganz einfach ein Ausdruck der aristotelischen Metaphysik, derer sich Thomas hier bedient. In dieser aristotelischen Metaphysik, da gibt es halt eben vier verschiedene Ursachen. Es gibt die Formursache, die Materialursache, die Wirkursache und die Zweckursache, von denen Sie drei getrost vergessen können, nämlich alles außer der Wirkursache. Die Wirkursache ist das, was wir auch heute einfach so als Ursache bezeichnen würden. Und die drei anderen Sachen, ja, das ist halt irgendwas anderes. Deswegen ignorieren Sie das komische wirkende Ursache und setzen Sie einfach Ursache dahin, dann passt das schon, dann verstehen Sie genau richtig, was gemeint ist. Also, wir fangen an mit dem Begriff der Ursache, sagt Thomas. Und dann kommt sein erster Punkt. Es gibt eine Ordnung in den Ursachen, in den Dingen. Also es gibt eine Ordnung in den Ursachen der Dinge. Das bedeutet ganz einfach, es gibt eine kausale Ordnung in den Dingen der Welt. Was soll das heißen? Naja, eigentlich nichts anderes, als dass die Dinge eine Ursache haben. Das ist seine erste Prämisse. Dinge haben Ursachen. Soweit so klar. Aber hier kommt schon, der erste kritische Punkt.
Was meint Thomas eigentlich? Meint er, dass alle Dinge eine Ursache haben oder meint er, dass einige Dinge eine Ursache haben? Das ist im Text nicht klar. Er benutzt weder das eine noch das andere Wort, deswegen müssen wir jetzt hier mutmaßen, was er wohl gemeint haben könnte. Sagen wir doch mal, alle Dinge haben eine Ursache. Das ist vielleicht die natürlichste Interpretation, aber wir müssen gleich nochmal drüber reden, inwiefern das passt. Gut, das ist unsere erste Prämisse. Alle Dinge haben eine Ursache. Dann geht's weiter. Der zweite Punkt lautet: Nichts ist Ursache seiner selbst. Klar, also nichts kann Ursache seiner selbst sein, sonst müsste es ja vor sich selbst existieren. Das ist auch die Begründung, die Thomas dann in seinem Text gibt. Ursachen existieren ja vor ihren Wirkungen. Also zuerst ist die Ursache da, dann entsteht die Wirkung. Wenn jetzt aber etwas Ursache seiner selbst wäre, dann müsste es ja existieren, bevor es existiert. Es müsste als Ursache schon da sein, bevor es als Wirkung existiert, weil Ursachen immer vor ihren Wirkungen existieren. Und das ist natürlich widersprüchlich. Es kann nicht etwas zugleich existieren und nicht existieren. Also ist dieses Prinzip, kein Ding ist Ursache seiner selbst, offenkundig wahr. Okay, das ist also seine zweite Prämisse. Nichts ist Ursache seiner selbst. Jetzt der nächste Schritt. Er sagt uns, Thomas sagt uns, die Ursachen können nicht ins Unendliche gehen. Technisch ausgedrückt könnten wir das auch so formulieren: Es kann keinen infiniten Regress von Ursachen geben. Thomas muss das annehmen, um zu Gott als erster Ursache gelangen zu können. Also diese dritte Prämisse hier, die ist kritisch, sonst kommen wir nicht auf Gott als die erste unverursachte Ursache. Warum? Machen wir es an einem simplen Beispiel mal deutlich. Also, wir haben vor uns einen Apfel. Nennen wir diesen Apfel mal A. Und dann fragen wir uns, wo kommt denn eigentlich der Apfel her? Was ist die Ursache der Existenz des Apfels? Nun, er ist von irgendeinem Apfelbaum runtergefallen. Also nennen wir diesen Apfelbaum den Apfelbaum B. Und dann können wir weiter fragen, woher kommt denn der Apfelbaum? Der wird wohl aus einem anderen Apfel gewachsen sein. Nennen wir diesen Apfel A2. Und woher kommt der Apfel A2? Nun, von einem anderen Apfelbaum, der ist vom Baum B2 runtergefallen. Und so weiter und so fort. Wenn diese Kette von Äpfeln und Apfelbäumen unendlich ist, dann kommen wir nie bei einer ersten Ursache an. Wir haben immer nur weiter einen Apfel und einen Baum und einen Apfel und einen Baum bis in alle Ewigkeit. Eine unendliche Kette von Apfelbäumen und Äpfeln, aber niemals eine erste Ursache, niemals einen Anfang dieser Kette. Was wäre die Alternative dazu? Nun, wir könnten ja sagen, es gibt einen ersten Baum, den Apfelbaum B unendlich oder so etwas, der Ursache seiner selbst ist. Dann bräuchten wir natürlich keinen Gott als erste Ursache. Dann hätten wir diesen ersten Apfelbaum, der die ganze Kette von Äpfeln und Apfelbäumen gestartet hat. Aber das wäre ein ziemlich seltsamer Apfelbaum. Es wäre ein Baum, der aus keinem Samen gewachsen ist, sondern der einfach immer schon da gewesen ist. Das kann es jetzt aber nicht geben, sagt uns Thomas, denn das folgt ja aus Prämisse 2, dass nichts Ursache seiner selbst sein kann. Also, nehmen wir diese beiden Prämissen zusammen, Prämisse 2 und Prämisse 3. Nichts ist Ursache seiner selbst und die Kette der Ursachen kann nicht ins Unendliche zurückgehen. Prämisse 2 und Prämisse 3 zusammen schließen aus, dass die Kette der Ursachen sich an irgendeinem Punkt selbst begründet oder dass sie keinen Anfang hat und unendlich in die Vergangenheit geht. Was bleibt denn dann noch übrig, wenn diese beiden Optionen ausgeschlossen sind? Nur eines bleibt übrig. Die Kette der Ursachen hat einen Grund außerhalb von sich selbst. Und das muss dann eben Gott sein. Das ist genau das, worauf Thomas hinaus will. Aber das ist jetzt die Motivation hinter der dritten Prämisse. Was ist die Begründung? Warum sollten wir diese dritte Prämisse, es kann keinen infiniten Regress von Ursachen geben, überhaupt unterschreiben? Thomas gibt uns eine Begründung an in dem Text und die nimmt einen Großteil dieses kurzen Textstückes an, das wir uns angeschaut haben. Er sagt, ganz vereinfacht ausgedrückt, nehmen wir mal an, wir hätten drei Dinge, die alle in einem Ursache-Wirkungsverhältnis zueinander stehen. Das erste Ding ist die Ursache des zweiten, das zweite Ding ist die Ursache des dritten. Gäbe es diese erste Ursache nicht, dann hätte sie niemals die zweite verursacht und dann hätte die zweite niemals die dritte verursacht. Das heißt, wenn es das erste nicht gäbe, gäbe es nicht das zweite, gäbe es nicht das dritte. Also, nennen wir sie 1, 2, 3. Wenn die 1 die 2 nicht verursacht hätte, dann hätte die 2 die 3 nicht verursacht und dann gäbe es weder 1 noch 2 noch 3. In diesem Beispiel von 1, 2, 3, da ist das Universum, also alles, was wir jetzt so um uns herum sehen, die 3. Ist also das, was am Ende der Ursachenkette steht.
Thomas' Begründung für seine Prämisse sieht also ungefähr so aus. Hätte es keine erste Ursache gegeben, sagt er, dann hätte es auch keine Vergangenheit des Universums, von unserem jetzigen Standpunkt aus gesehen, gegeben und dann hätte es auch keine Gegenwart gegeben. Also ohne erste Ursache hätte es nicht die vergangenen Zustände des Universums gegeben, die die Gegenwart hervorgebracht haben und deswegen hätte es keine Gegenwart gegeben. Aber es gibt ja die Gegenwart. Gucken wir uns um. Da ist ein Universum. Wir sind da. Dinge existieren. Also muss es die Vergangenheit gegeben haben. Also muss es die erste Ursache gegeben haben, die Ursache der Vergangenheit ist. Ist das eine schlüssige Begründung? Darüber müssen wir noch reden. Aber es ist das, was Thomas als Erklärung für seine dritte Prämisse heranzieht. Und jetzt, wenn wir diese drei Prämissen zusammennehmen, dann hat er uns natürlich da, wo er uns haben will. Er kann jetzt sagen, es muss eine erste Ursache geben. Das ist die erste Schlussfolgerung, die er aus diesen drei Prämissen zieht. Aber bloß die erste Ursache alleine, das ist ja noch nicht das Ziel des Arguments. Aus dieser ersten Ursache folgt für Thomas, dass es einen Gott gibt. Thomas drückt das ganz einfach aus, indem er am Schluss sagt, das nennen alle Gott. Es ist sozusagen eine Klarstellung, die hier am Ende noch kommen muss. Nur Gott kommt als erste Ursache in Frage. Bewiesen wurde bisher, dass es eine erste Ursache geben muss. Und jetzt sagt Thomas, und das ist identisch mit Gott. Diese erste Ursache muss identisch mit Gott sein. Wenn es eine erste Ursache gibt, das ist jetzt also die zweite Schlussfolgerung, die er ziehen kann an der Stelle, dann muss diese erste Ursache Gott sein. Blicken wir also das Argument jetzt nochmal insgesamt an, in seiner ganzen Pracht. Da haben wir Prämisse 1, alle Dinge haben Ursachen. Prämisse 2, nichts ist Ursache seiner selbst. Prämisse 3, Ursachenketten sind nie unendlich. Daraus folgt als Satz 4 bzw. erste Konklusion, also es gibt eine erste Ursache. Und daraus folgt als Satz 5 bzw. zweite Konklusion, also gibt es einen Gott. Und ist das auch ein gutes Argument? Das ist die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen. Auf jeden Fall, das können wir schon mal festhalten, wenn Sie sich an unsere erste Sitzung erinnern, auf jeden Fall ist es ein gültiges Argument. Das heißt, wenn die Prämissen wahr sind, dann muss auch die Konklusion wahr sein. Also es ist kein logischer oder formaler Fehler zu finden in diesem Argument. Aber sind die Prämissen überhaupt wahr? Dieser Frage müssen wir jetzt mal nachgehen. Fangen wir vorne an. Prämisse 1. Prämisse 1 lautet, alle Dinge haben eine Ursache. Beziehungsweise, das ist die Formulierung, die wir gewählt haben. Es war nicht ganz klar, ob Thomas jetzt meint, alle Dinge oder einige Dinge haben eine Ursache. Und wir haben gesagt, na, wahrscheinlich meint er alle Dinge. Aber wenn wir jetzt sagen, alle Dinge haben eine Ursache, dann liegt eine Frage ziemlich nah. Nämlich, muss Gott dann nicht auch eine Ursache haben? Na, wenn alle Dinge eine Ursache haben, dann doch auch Gott. Alle heißt schließlich alle. Das kann Thomas natürlich nicht meinen. Denn Thomas könnte diesen Satz niemals akzeptieren, dass Gott eine Ursache hat. Denn wenn Gott eine Ursache hätte, dann gäbe es etwas, von dem Gottes Existenz abhängt. Und was immer das ist, wovon Gottes Existenz abhängt, es wäre größer als Gott. Es wäre irgendetwas, das noch in irgendeiner logischen Reihenfolge höher steht als Gott. Und das kann nicht sein. Gott wäre dann ja kein Gott. Gott wäre nicht das, was wir mit Gott bezeichnen. Also er wäre nicht das Höchste, das Vollkommene, das absolute Wesen. Also Thomas kann nicht meinen, dass Gott eine Ursache hat. Das heißt, dieser Satz, wie wir ihn formuliert haben, alle Dinge haben eine Ursache, kann eigentlich auch nicht das sein, was Thomas im Sinne hat, wenn er sagt, es gibt eine Ordnung von Ursachen in den Dingen. Von ganz anderer Seite kommt übrigens auch noch Widerspruch gegen diese Behauptung, alle Dinge haben eine Ursache, nämlich von der empirisch-wissenschaftlichen Seite. Bestimmte Überlegungen der Quantenphysik zum Beispiel legen es nahe, dass bestimmte Ereignisse keine Ursache haben. Ein gutes Beispiel dafür ist der radioaktive Zerfall eines Atoms. Die Physik sagt uns, dass ein bestimmtes Uranatom meinetwegen innerhalb einer bestimmten Zeitspanne radioaktiv zerfallen wird. Beziehungsweise die Wissenschaft sagt uns nur, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist dafür, dass es in einer bestimmten Zeitspanne radioaktiv zerfallen wird. Wenn dann das Atom tatsächlich irgendwann innerhalb dieser Zeitspanne radioaktiv zerfällt, dann gibt es dafür keine Ursache. Also nichts löst dieses Ereignis aus. Oder zumindest wissen wir nichts davon, dass es da irgendwelche Prozesse innerhalb des Atoms oder so etwas gäbe, die diesen radioaktiven Zerfall auslösen würden. Es passiert einfach irgendwann, ohne dass es dafür eine erkennbare Ursache gäbe.
Also wenn es so ist, dass es tatsächlich in der Physik so etwas wie akausale Ereignisse gibt, dann widerspricht das auch dem Prinzip, dass alle Dinge eine Ursache haben und die erste Prämisse müsste rausgekegelt werden. Der naheliegende Ausweg ist natürlich, die andere Variante zu wählen, die wir am Anfang erwogen haben, und zu sagen, naja gut, dann haben halt nicht alle Dinge eine Ursache, sondern nur einige Dinge haben eine Ursache. Aber dann kommt gleich die Retourkutsche des Kritikers, die da lautet, ja wieso denn dann nicht das Universum? Könnte nicht auch das Universum eines der Dinge sein, die keine Ursache haben? Also entweder sagen wir, alle Dinge haben eine Ursache und müssen uns die Frage gefallen lassen, warum denn dann nicht auch Gott? Oder wir weichen dem aus und sagen, naja, nur einige Dinge haben eine Ursache. Und dann kommt die Frage, und warum hat das Universum dann eine und warum kann nicht das Universum unverursacht sein? Ein weiterer Kritikpunkt, den man an dieser ersten Prämisse anbringen kann, der geht auf David Hume dann zurück, ist folgender. Es sieht ja so aus, als würden wir hier an dieser Stelle mit der ersten Prämisse ein metaphysisches Kausalprinzip einführen, dem das Universum insgesamt unterliegen soll. Also ein Prinzip, das uns sagt, welche Gesetzmäßigkeit der Kausalität im Universum gilt. Aber wieso gilt denn eigentlich dieses Prinzip? Woher bekommt das Prinzip seine Gültigkeit? Hume kritisiert daran, wir beobachten doch niemals eine kausale Verknüpfung. Wir beobachten immer nur, dass zwei Dinge in zeitlicher Abfolge miteinander passieren. Also beispielsweise beobachten wir, dass jemand ein Bier trinkt und dass dieser jemand dann kurze Zeit später betrunken ist. Wir sagen dann natürlich, das Betrunkensein ist die Wirkung des Bieres. Also aus der Tatsache, dass ich Bier trinke, folgt kausal, dass ich betrunken werde. Aber wir sehen ja immer nur das eine Ereignis, jemand trinkt Bier, und das andere Ereignis, jemand torkelt besoffen durch das Wohnzimmer. Aber wir sehen niemals die kausale Verknüpfung zwischen diesen beiden Ereignissen. Hume sagt, das ist bloß eine Assoziation, die wir aus Gewohnheit machen. Wir sind quasi gewohnt, die Welt so zu sehen, dass bestimmte Dinge bestimmte andere Dinge verursachen und schreiben deswegen diesen Ereignisfolgen eine kausale Verknüpfung zu, die aber in Wahrheit nirgends zu beobachten ist. Aber wenn es diese kausale Verknüpfung vielleicht gar nicht gibt, sondern das bloß eine Zutat unseres Bewusstseins ist, wieso sollten wir dann sagen, dass die Welt insgesamt einem solchen Kausalprinzip unterliegt? Vielleicht ist dieses Kausalprinzip nur so eine Art Hirngespinst von uns. Und wenn es das wäre, dann fällt Thomas' Argument natürlich zusammen, weil diese erste Prämisse keinen Bestand hat. Also für die erste Prämisse sieht es schon mal nicht besonders gut aus. Wie ist es mit Prämisse 2? Nichts ist Ursache seiner selbst. Ja, das ist die sogenannte Irreflexivität der Kausalbeziehung. Und das ist ein Prinzip, das eigentlich in den allermeisten Fällen anerkannt wird, aus den Gründen, die Thomas selbst auch nennt, weil es nämlich mit dem Verlauf der Zeit in Konflikt geraten würde. Aber was ist denn mit Gott? Diese zweite Prämisse scheint ja zugleich auszuschließen, dass Gott Ursache seiner selbst ist. Das ist irgendwie unbequem. Denn Prämisse 1 und Prämisse 2 zusammen scheinen ja gerade das auszuschließen, was Thomas eigentlich beweisen möchte, nämlich die Möglichkeit von Gott als einem unbewegten Beweger oder als einer unverursachten Ursache. Wenn nicht alle, also wenn alle Dinge eine Ursache haben und nichts Ursache seiner selbst ist, dann müsste eigentlich auch für Gott gelten, dass er eine Ursache hat. Aber das ist das, wie eben schon gesagt, was Thomas auf keinen Fall wollen kann. Eine elegante Lösung dafür wäre es zu sagen, naja, dieser Satz gilt halt eben nur für Dinge, die zu existieren beginnen. Was immer schon existiert hat, also was keinen Anfang in der Zeit hat, das braucht auch keine Ursache, nicht mal eine Ursache seiner selbst. Und, oh Wunder, Gott ist ewig. Gott hat keinen Anfang in der Zeit. Deswegen können wir uns auch die Frage sparen, was die Ursache von Gott sein sollte. Aber, und hier wird es wieder ganz ähnlich wie eben problematisch. Warum sollte nicht auch das Universum ewig sein und deswegen keine Ursache brauchen? Thomas glaubte das de facto nicht. Also Thomas war faktisch gesehen davon überzeugt, dass das Universum eine endliche Vergangenheit hat und einen Anfang in der Zeit. Aber er glaubte das nicht aufgrund einer rationalen Argumentation, sondern er glaubte das aufgrund von Offenbarung, also weil es so in der Bibel steht sozusagen, dass Gott die Welt geschaffen hat. Wenn man das nicht unterschreiben möchte und wenn man dieses Argument hier kritisch sieht, dann sollte man das natürlich nicht tun. Also wenn man das nicht unterschreiben möchte, dann muss man diesen Punkt, dass das Universum einen Anfang in der Zeit hat, noch zusätzlich begründen. Und das wäre jetzt vielleicht die Stelle, wo man ein solches Kalam-Argument mit ranziehen könnte, das ich am Anfang erwähnt habe.
Außerdem gibt es noch ein anderes Problem mit dieser zweiten Prämisse, dass nichts Ursache seiner selbst sein kann. Das Prinzip gilt tatsächlich nur dann, wenn Sie einen linearen Verlauf der Zeit annehmen. Und hier wird die Sache ein bisschen haarig. Stellen wir uns das folgendermaßen vor. Ich habe da mal was vorbereitet, nämlich dieses Blatt Papier hier. Also stellen wir uns mal folgendermaßen vor. Wir haben hier eine Ursache, ein bestimmtes Ereignis, und das verursacht etwas anderes, eine Wirkung, die wir hier haben. Und das hier ist der Verlauf der Zeit. Und je weiter wir in die Zukunft voranschreiten, umso näher kommen wir der Wirkung. Also die Wirkung liegt von der Ursache aus gesehen voranschreitend in der Zukunft. Das ist jetzt eine lineare Zeit, also wenn das Blatt Papier hier flach ist. Aber jetzt mache ich mal Folgendes. Ich rolle dieses Blatt Papier zusammen. So, okay, ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen. Jetzt ist die Zeit nicht mehr linear, jetzt ist die Zeit gekrümmt. Und Sie sehen, jetzt liegt die Wirkung tatsächlich vor der Ursache. Trotzdem ist es so, dass die Zeit immer weiter voranschreitet. Also die Zeit geht von der Ursache aus immer weiter vorwärts, 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 vorwärts. Sie geht niemals rückwärts, aber sie kommt trotzdem irgendwann in der Vergangenheit der Ursache an. Das heißt, die Wirkung liegt tatsächlich vor der Ursache. Und in diesem Sinne könnte wirklich etwas Ursache seiner selbst sein. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie auf der Erdoberfläche an einem Punkt starten und immer weiter nach Westen gehen. Irgendwann kommen Sie wieder da an, wo Sie angefangen sind, also im Osten von Ihrem eigentlichen Startpunkt, obwohl Sie niemals nach Osten gegangen sind, sondern immer nur nach Westen. Wenn also die Zeit nicht linear verläuft, sondern gekrümmt ist, dann könnte es tatsächlich sein, dass das Universum sich selbst verursacht hat. Also dass das Universum Ursache seiner selbst ist und wir keinen Gott brauchen, um dessen Existenz zu erklären. Das ist eine Hypothese, die übrigens interessanterweise von dem amerikanischen Physiker Richard Gott, der Mann heißt wirklich so, Ironie des Schicksals, populär gemacht worden ist, dass das Universum durch eine solche gekrümmte Zeit tatsächlich Ursache seiner selbst sein könnte. Okay, also Prämisse 2 hat auch einige Schwierigkeiten. Gehen wir weiter zu Prämisse 3. Prämisse 3, das ist wie gesagt die Schlüsselstelle des Arguments. Es ist der Ausschluss des infiniten Regresses. Thomas hat das begründet. Sie erinnern sich, er sagte, ohne die erste Ursache gibt es keine zweite Ursache, ohne die zweite Ursache keine dritte Ursache, aber die dritte existiert, also muss auch die zweite, also muss auch die erste existieren. Alles klar, aber diese Begründung taugt nichts. Es reicht nämlich einfach zu sagen, ohne frühere Ursache gibt es keine spätere Ursache. Das drückt eigentlich das Maximum dessen aus, was man daraus ableiten kann. Aber die frühere Ursache muss natürlich nicht die erste Ursache sein. Klar, wenn jetzt irgendetwas existiert, dann muss es eine Ursache haben, die davor liegt. Und das muss wieder eine Ursache haben, die davor liegt. Aber nichts schließt aus, dass diese Kette der Ursachen ins Unendliche geht. Das geht erst dann los, wenn Sie sagen, wenn Sie das mit 1, 2, 3 machen. Aber wenn Sie mit früher und später operieren, dann schließt das auf einmal den infiniten Regress nicht mehr aus. Aber gilt das wirklich immer? Nehmen Sie mal folgendes Beispiel. Sie haben eine Wasserleitung vor sich und aus der Wasserleitung fließt Wasser raus. Sie fragen dann, woher kommt eigentlich das Wasser, das da aus dem Rohr fließt? Na, dann könnte man sagen, das Wasser, das da aus dem Rohr fließt, das kommt aus dem vorherigen Stück Rohr, das dahinter liegt. Aha, okay, interessant, aber wie kommt es in dieses vorherige Stück Rohr rein? Naja, da kommt es aus dem Rohrstück davor und immer so weiter. Aber nur weil Sie eine solche Wasserleitung unendlich lang machen, heißt das nicht, dass irgendwann Wasser rausfließt. Ein unendlich langer Zug, der aus unendlich vielen Waggons besteht, wird nicht einfach dadurch in Bewegung gesetzt, dass jeder Waggon vom vorherigen Waggon gezogen wird. Es muss irgendwo eine Lokomotive sein, die diesen ganzen Zug zieht. Abhängigkeitsbeziehungen, und mit sowas haben wir es hier zu tun, Abhängigkeitsbeziehungen können tatsächlich nicht einfach ins Unendliche gehen. Und Kausalität, also die Ursache-Wirkung-Beziehung, ist eine solche Abhängigkeitsbeziehung. Das heißt, Thomas' Begründung für die dritte Prämisse ist nicht gut, die funktioniert nicht. Aber trotzdem ist die Prämisse wahrscheinlich wahr. Wahrscheinlich hat Thomas damit recht, dass es keinen infiniten Regress von Ursache und Wirkung geben kann. Bloß, das hilft ihm nicht sonderlich viel, wenn die beiden anderen Prämissen falsch sind. Also es müssen alle Prämissen wahr sein, damit die Konklusion schlüssig aus dem Argument folgen kann. Aber zumindest Prämisse 1 und Prämisse 2 sind ziemlich sicher falsch. Was ist denn dann jetzt mit den Konklusionen? Sind wenigstens die Konklusionen des Arguments in Ordnung? Satz 4, die Konklusion Nummer 1, sagt, es gibt eine erste Ursache.
Wieso denn genau eine erste Ursache? Warum sollte es nicht mehrere erste Ursachen geben? Es sieht so aus, als wäre Thomas hier ein klassischer logischer Irrtum unterlaufen, ein Fehlschluss. Er verwechselt scheinbar, es gibt eine Ursache für alles mit, für alles gibt es genau eine Ursache. Also um so ein bisschen deutlicher auszudrücken, Sie könnten ja sagen, jeder Mensch hat eine Mutter. Das ist offensichtlich korrekt. Aber daraus folgt natürlich nicht, dass es genau eine Mutter gibt, die Mutter aller Menschen ist. Wenn Sie näher wissen wollen, um was für eine Art von Fehler es sich handelt, googeln Sie das Wort Quantorendreher oder wenden Sie sich an die Logikerin Ihres Vertrauens, um das näher erläutert zu haben. Aber wahrscheinlich ist genau das der Fehler, der hier hinter diesem Satz Nummer 4 steckt. Wieso sollte es eine erste Ursache geben? Das Argument kann höchstens beweisen, dass es mindestens eine erste Ursache gibt, vielleicht aber auch mehrere. Und dann bleibt uns noch der letzte Satz, Satz Nummer 5, das nennen alle Gott. Wieso eigentlich? Wieso nennen das alle Gott? Naja, wir haben schon geklärt, Gott ist der Schöpfer der Welt. Also zum Begriff Gottes gehört es dazu, der Schöpfer der Welt zu sein. Das ist insoweit korrekt, also insoweit wir die erste Ursache als den Schöpfer der Welt ansehen können. Ja, könnte man sagen, ein Punkt der Definition Gottes ist hier erfüllt. Aber die anderen Eigenschaften Gottes, die folgen natürlich nicht aus diesem Argument. Wenn das kosmologische Argument erfolgreich ist, und wie wir gesehen haben, gibt es gewisse Zweifel daran, dass dem tatsächlich so ist. Also wenn das Argument erfolgreich ist, dann zeigt es nur, dass es eine erste Ursache geben muss. Diese Ursache muss sicherlich sehr mächtig sein. Sie kann immerhin ein ganzes Universum erschaffen. Und sie muss unverursacht vor dem Universum existieren. Sonst wäre es nicht die erste Ursache. Das kann man ruhig zugestehen. Aber diese erste Ursache muss keine Person sein, sie muss nicht vollkommen gut sein, sie muss nicht allwissend sein. Also sie muss, in Kürze gesagt, nicht das sein, was wir uns eigentlich klassischerweise unter Gott vorstellen. Diese Erweiterung von der ersten Ursache auf den klassischen Gottesbegriff, die erscheint ziemlich gewagt. Zeigt also dieses Argument von Thomas, dass es einen Gott gibt? Eher nicht. Also, wenn es jetzt mit der kausaltheoretischen Variante des Arguments nicht so gut aussieht, was ist denn dann mit der anderen, der kontingenztheoretischen Variante dieses Arguments? Vielleicht ist die ja erfolgreicher. Schauen wir uns auch hier ein Beispiel dazu an. Das Argument, das wir uns angucken wollen, das stammt von Leibniz und ich habe das rekonstruiert aus seiner Schrift De Rerum Originatione Radicali, also mit dem ersten Ursprung der Dinge. Den Text, der ist ein bisschen umfangreicher, den erspare ich Ihnen jetzt hier, den können Sie auf Moodle sich runterladen. Ich präsentiere Ihnen jetzt nur die Rekonstruktion des Arguments, kommen wir ein bisschen schneller zu Rande. Also, das Argument hat ungefähr diese Form bei Leibniz. Prämisse 1, jede kontingente Tatsache hat einen zureichenden Grund ihres Bestehens. Prämisse 2, die Existenz der Welt ist selbst eine kontingente Tatsache und muss daher einen Grund haben. Prämisse 3. Dieser Grund kann nicht Teil der Welt sein. Daraus folgt Satz Nummer 4. Also es gibt außerhalb der Welt einen zureichenden Grund für ihre Existenz. Daraus folgt Satz Nummer 5. Also dieser Grund kann nicht kontingent sein. Und daraus folgt schließlich Satz Nummer 6. Also dieser Grund ist Gott. Sie sehen, dass in diesem Argument hier jetzt nicht mehr die Rede ist von Ursachen und Wirkungen wie bei Thomas. Leibniz arbeitet stattdessen mit einem anderen Begriff, also mit dem Begriffspaar kontingent versus notwendig. Kontingent bedeutet ganz einfach das, was auch anders sein kann. Und notwendig ist das, das nicht anders sein kann, also dessen Gegenteil unmöglich ist. Dass ich zum Beispiel braune Haare habe. Das ist kontingent. Es könnte auch anders sein. Ich könnte auch blonde Haare haben oder schwarze Haare oder was weiß ich was. Dass hingegen 1 plus 1 gleich 2 ist, das ist notwendig. Denn es könnte nicht anders sein. Es könnte nicht anders sein, egal was sonst so in der Welt passiert. Also es kann in der Welt sich alles auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln. 1 plus 1 bleibt 2. Das kann nicht anders sein. Deswegen ist es notwendig. So, was kontingent ist, das ist aber nicht einfach nur so, wie es ist, sondern es muss einen Grund haben. Es muss also einen Grund dafür geben, warum meine Haare braun sind und nicht blond. Und Prämisse 1 sagt nun genau dies, dass es für jede Tatsache, also für jede kontingente Tatsache, einen Grund geben muss.
Das ist der sogenannte Satz vom zureichenden Grund oder auch manchmal kurz der Satz vom Grund genannt. Auf Englisch oft abgekürzt als PSR, Principle of Sufficient Reason. Ähnlich wie das Kausalprinzip, von dem wir eben bei Thomas gesprochen haben, ist dieser Satz vom Grund ein wichtiges, aber auch umstrittenes metaphysisches Prinzip. Und bitte beachten Sie jetzt an der Stelle hier, Sie denken sich vielleicht, Moment mal, das ist doch genau das Gleiche wie eben. Nee, es ist nicht das Gleiche wie eben, denn Gründe und Ursachen sind nicht das Gleiche. Ursache ist das, was etwas anderes bewirkt. Also Ursachen sind immer kausal zu verstehen. Grund ist das, was etwas anderes erklärt. Das kann natürlich manchmal eine kausale Verbindung sein, also manchmal kann der Grund für irgendetwas sein, dass es von etwas anderem verursacht worden ist. Also der Grund für meine Magenverstimmung ist beispielsweise, dass ich gestern ein halbes Kilo Schokolade gegessen habe oder so etwas. Das ist eine kausale Verknüpfung und das erklärt das Phänomen natürlich auch. Aber nicht jeder Grund muss auch eine Ursache sein. Also es kann auch eine Zweckbegründung beispielsweise sein. Also ich frage, was ist der Grund dafür, dass du nach München gehst und sie sagen mir, weil ich da studieren möchte oder etwas. Dann ist das natürlich nicht die Ursache. Also ihr Studium, das noch in der Zukunft liegt, ist nicht die Ursache dafür, dass sie nach München gehen, sondern der Grund, also der Zweck, der sie dahin bewegt. Also Gründe und Ursachen sind nicht das Gleiche. Gründe erklären, Ursachen bewirken. So, Leibniz fährt dann weiter fort in seinem Argument und sagte also nicht nur die einzelnen Tatsachen in der Welt sind kontingent. Also, dass ich braune Haare habe, dass Äpfel auf Bäumen wachsen, dass der Mond die Erde in 28 Tagen umkreist oder. Das sind alles kontingente Tatsachen. Aber nicht nur die einzelnen Tatsachen in der Welt sind kontingent, sondern auch die Menge aller Tatsachen insgesamt. Das heißt, die Welt als Ganzes, die Welt verstanden als die Menge aller kontingenten Tatsachen, ist selbst eine kontingente Tatsache. Wichtig an der Stelle hier ist es, sich klarzumachen, es spielt überhaupt keine Rolle, ob die Welt endlich oder unendlich ist. Das heißt, ob sie eine erste Ursache oder nicht. Selbst wenn die Welt unendlich sich in die Vergangenheit erstreckt und unendlich in die Zukunft, selbst wenn es keine solche erste Ursache gibt, was für Thomas ausgeschlossen wäre, dann bleibt die Frage, was ist der Grund für die Existenz der Welt als Ganzes? Deswegen die wichtige Unterscheidung von Grund und Ursache. Prämisse 3 des Arguments sagt nun, dieser Grund für die Welt als Ganzes, der kann nicht Teil der Welt sein. Denn klar, sonst wäre er selbst wieder kontingent und bräuchte auch selbst einen Grund seiner Existenz. Also muss es einen zureichenden Grund für die Existenz geben und dieser Grund muss außerhalb der Welt liegen. Der kann natürlich nicht kontingent sein, also der Grund für die Welt, der jenseits der Welt liegt, kann selbst nicht kontingent sein, denn sonst wäre er ja wieder Bestandteil der Welt. Die Welt ist einfach die Menge aller kontingenten Tatsachen. Und wenn er nicht kontingent ist, dann bleibt nur übrig, dann muss er notwendig sein. Und jetzt macht es Klick und Leibniz kann sagen, ein notwendiges Wesen, das außerhalb der Welt existiert, das ist natürlich Gott. Ist das jetzt ein überzeugendes Argument? Geht es diesem Argument irgendwie besser als dem von Thomas? Nun ja, es hat einen gewissen Vorteil gegenüber der kausaltheoretischen Variante, nämlich es vermeidet die Probleme, die sich aus diesem infiniten Regress der Ursachen ergeben. Und es vermeidet das Problem mit der Idee, dass Gott Ursache seiner selbst ist, und zwar nur Gott und sonst nichts anderes. Insofern steht es ein bisschen besser da als die kausaltheoretische Variante. Aber andererseits hat dieses Argument ein ganz ähnliches Problem, wie Thomas es hat. Nämlich, wir können wieder die Frage stellen, ganz zu Anfang, zur ersten Prämisse, wieso gilt der Satz vom zureichenden Grund? Sie erinnern sich, bei Thomas haben wir uns gefragt, warum sollte dieses Kausalprinzip gelten? Hier können wir jetzt fragen, warum gilt eigentlich der Satz vom zureichenden Grund? Ist es ein analytisch wahrer Satz? Also in etwa so wie der Satz, ein Schimmel ist ein weißes Pferd. Wenn Sie diesen Satz verstehen, wenn Sie seine Bedeutung verstanden haben, dann müssen Sie zugestehen, dass er wahr ist. Dann ist Ihnen klar, dass er gar nicht falsch sein kann. Bei ein Schimmel ist ein weißes Pferd ist das ziemlich klar. Bei alle Dinge müssen einen zureichenden Grund ihrer Existenz haben, da ist es nicht unbedingt ganz so klar. Es ist zumindest umstritten, ob dieses Prinzip ein analytischer Satz ist. Nicht alle Philosophinnen und Philosophen akzeptieren, dass der Satz vom Grund ein analytischer Satz ist. Andere Möglichkeit ist dieser Satz vom Grund vielleicht so etwas wie eine notwendige Voraussetzung unseres Denkens.
Also er hätte dann einen sozusagen transzendentalen Status, die Bedingung der Möglichkeit, überhaupt etwas über die Welt zu erfahren, überhaupt Erkenntnisse über das Universum sammeln zu können. Wir müssen quasi diesen Satz voraussetzen, damit wir das Universum überhaupt verstehen können. Nun, vielleicht müssen wir das tun. Das könnte durchaus sein, aber nur weil wir diesen Satz voraussetzen müssen, heißt das ja noch lange nicht, dass er auch wahr sein muss. Wir sind also ganz ähnlich wie bei Thomas in einer brenzligen Lage. Wir müssen dieses Prinzip vom zureichenden Grund voraussetzen, aber wir können es nicht argumentativ begründen. Das Argument von Leibniz steht und fällt aber mit der Gültigkeit dieses Satzes vom zureichenden Grund. Nicht weniger kritisch ist jetzt die zweite Prämisse. Wieso sollte die Menge aller Tatsachen selbst noch eine Tatsache sein? Leibniz sagt ja, nicht nur die Tatsachen der Welt sind Kontingenz, sondern dass es die Welt gibt, ist selbst auch nochmal eine kontingente Tatsache. Aber wieso muss es noch eine extra Tatsache sein? Nehmen Sie mal als Beispiel eine Fußballmannschaft. Eine Fußballmannschaft besteht ja aus 11 Personen. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Fußballmannschaft vor sich haben und zählen sollen, wie viele Dinge im metaphysischen Sinne es hier gibt, dann sollten Sie auf die Zahl 11 rauskommen. Es gibt nicht noch ein weiteres Ding zu diesen 11 Spielern in der Mannschaft. Also Sie haben 11 Spieler plus eine Mannschaft gleich 12 Dinge? Nein, die 11 Spieler sind die Mannschaft. Die Mannschaft ist nicht noch ein extra Ding, das noch zu den 11 Spielern dazukommt, sondern die 11 Spieler an sich sind bereits die Mannschaft. Jetzt könnte natürlich Leibniz darauf antworten, ja, aber das ist eine etwas andere Situation beim Universum, denn dass es diese Welt hier gibt, diese Welt, in der wir leben, das ist eine kontingente Tatsache. Es könnte nämlich auch eine andere Welt geben. Es könnte ja eine Welt geben, die ganz anders beschaffen ist oder sowas. Und deswegen muss diese kontingente Tatsache erklärt werden. Wir brauchen einen Grund dafür, warum die Welt gerade so ist, wie sie ist und nicht anders. Das besagt ja der Satz vom Grund. Aber, würden wir jetzt hier an dieser Stelle vermutlich antworten, ist denn das, warum die Welt so ist, wie sie ist, nicht bereits dadurch erklärt, dass wir eine Erklärung für jede einzelne Tatsache in der Welt haben? Also, um es nochmal an einem etwas einfachen Beispiel zu erläutern, Person A hat eine Mutter und Person B hat eine Mutter. Aber wir brauchen jetzt an dieser Stelle nicht noch zusätzlich eine Mutter für Person A und B. Also wir brauchen in diesem Szenario 2 Mütter und nicht 3. Genauso beim Universum. Wir brauchen für jede Tatsache des Universums eine Erklärung, aber nicht noch zusätzlich eine Erklärung für die Tatsache, dass alle diese Dinge existieren im Universum. Also nochmal mit der Fußballmannschaft erläutert vielleicht. Die Tatsache, dass die Fußballmannschaft XY gerade im Finale spielt, die wird dadurch erklärt, dass Spieler 1 im Finale spielt, Spieler 2 im Finale spielt, Spieler 3 im Finale spielt und so weiter und so fort. Aber sie brauchen nicht noch einen extra Grund dafür, dass die Mannschaft im Finale spielt. Dieser extra Grund ist bereits gegeben in den Gründen dafür, dass Spieler 1 bis 11 im Finale spielen. Also, auch dieses Argument in der kontingenztheoretischen Variante von Leibniz scheitert. Und zwar aus mindestens 3 Gründen. Erstens, es ist unklar, ob der Satz vom Grund wirklich mit Notwendigkeit gilt, so wie er in der Prämisse 1 vorausgesetzt wird. Zweitens, selbst wenn die Existenz der Welt eine kontingente Tatsache ist, wie Leibniz es in der zweiten Prämisse behauptet, dann braucht sie keine eigene Erklärung, sondern es reicht, dass wir für alle anderen kontingenten Tatsachen in der Welt eine Erklärung haben. Und drittens, selbst wenn die Existenz der Welt einen Grund haben muss, dann muss dieser Grund nicht der theistische Gott sein. Also, das kosmologische Argument kann leider nicht überzeugen. Es setzt voraus, dass man bestimmte metaphysische Prinzipien, also entweder den Satz vom Grund oder ein Kausalitätsprinzip, glaubhaft machen kann. Und wie wir gesehen haben, ist das nicht so ganz einfach. Und selbst wenn das funktioniert, selbst wenn es uns gelingen sollte, ein solches kosmologisches Argument ans Laufen zu kriegen, die Gleichsetzung von erster Ursache oder letztem Grund mit Gott ist nicht zwingend. Am Ende sagt das kosmologische Argument vielleicht sogar etwas, was uns gar nicht so gut gefallen könnte, nämlich es sagt, das Universum muss eine erste Ursache oder einen letzten Grund haben, aber dieser Grund muss nicht Gott sein, muss nicht der klassisch-theistische Gott sein, den wir aus den Religionen kennen, sondern es könnte auch jemand oder etwas anderes sein. Und ob das so eine beruhigende Vorstellung wäre?